Herzlich willkommen zurück zu Mario Kart Double Dash. Heute wird die große finale Spiel Cup mit den Triumphern. Weltmeisterschaft natürlich. Die kommen und König Buu, natürlich mal Mains. Und jetzt der Triumphang. Guckt ihn euch an. Der ist von der Siegerehrung bekannt, wenn man immer den Goldpokal bekommt, den wir auch bislang immer bekommen haben. Dann fuhr man immer auf den Triumphwagen, deswegen gönne ich mir jetzt hier die Ehre. Ist besser als zum Beispiel jetzt hier das Wario Donkey Kong Karts, weil es einfach viel krasser beschleunigt, wie ihr seht. Gleiche Stats, nur mehr Gas. So, jetzt ein letztes Mal die schönen Strecken hier aus diesem schönen Spiel. Mit Luigi's Piste fängt es wieder an, mit Rainbow Road hört es wieder auf. So einfach ist das. Ja, gucken wir mal. Daisy und Bowser sind das, okay. Ja, natürlich mit dem Bowser-Wagen. Das ist nicht einfach, sich da dann zu etablieren. Deswegen fucking schnell. Gut, stoppen wir erstmal den Wario mit dem roten Panzer. Und ich überhole dich, mein lieber Philippe. Oh, nice. Naja, aber was heißt nice? Ich schmeiß sie alle weg. Braucht es nicht. Drei rote wären mir lieber gewesen. Da ist noch Bullshit. Ganz großer Bullshit ist das. Was soll ich damit, Mann? Grünen Panzern. Das soll eh nicht. Niemand trifft mit einem grünen Panzer. Vor allem nicht aus dieser Distanz. Yay! Ach komm, ich treffe nicht mal, wenn ich direkt daneben stehe. Ich glaube, mit Bowser haben wir jetzt hier einen starken Final Boss Gegner. Weil, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich den einholen soll. Der macht ja gar keine Fehler. Und hat das schnellste Kart im Spiel. Große Mahlzeit. Naja, jetzt schmeiße ich natürlich meinen Yoshi-Ei ab. Und genau in dem Moment kommt ein roter Panzer. Ah, der Retter, der Erlöser. Da ist er. Der blaue Panzer. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den mal feiern werde. Weil ich feiere ihn gerade extremst. Der Bowser einfach nicht mehr zu stoppen war. Ach komm, random grüner Panzer. Na gut. Denn als zweiter Platz nehme ich auch. Wenn eigentlich nicht dritter Platz nehmen muss. Fängt schon scheiße an. Hab jetzt schon eigentlich keine Lust mehr, aber so ist es immer. Item. So verarscht, Alter. Naja, egal. Ist ja nur eine von 16 Strecken. Die anderen gewinne ich dann halt. Pff, als ob ich erst bei Rainbow Road mache. Schlimme Strecken kommen halt noch, wie Baby Park und so, wo ich eigentlich immer reinzacke. Okidoki, Sorbeeland. Sorbeeland habe ich eigentlich gut drauf. Auch wenn die Strecke natürlich gefährlich ist. Sollte man nicht unterschätzen. Keine einfache Strecke. Ja, guck mal, wer da wieder ist. Der Bowser, der eben richtig reingesackt hat. Hat mir aber Mut gemacht. Sie ist so viel besser war als der Bowser eben. Somit kann ich mir jetzt auch Fehler leisten. Fehler sind bei mir Zweitplätze oder Drittplätze. Weil der war eben irgendwie Fünfter oder so. Der ist scheinbar der Hauptrivale und der ist auch bei weitem der Beste. Also ohne blaue Panzer werde ich hier nie mehr gewinnen. Weil wenn die Bots mit dem Bowserwagen fahren, die machen null Fehler und nutzen die Stärken des Bowserwagens perfekt aus, bedeutet das der stärkste Gegner, den wir haben können. Weil ich gerade langsam ein bisschen aufhole, was natürlich sehr geil ist. Leider nicht in eine Banane reingefahren. Ich hole auf, ich hole auf. Ja, aber die driften perfekt, ich kann das Spiel ja nicht mehr so wie früher. Dann bringt mir das ja nichts. Dann kann ich die nicht einholen. Versteht ihr, was ich meine? Ohne perfekte Drifts nichts zu machen. Nicht gegen den Bowser bauen. Weil der choked, glaube ich, gerade ein bisschen. Ich hole langsam und gemächlich mich ein bisschen auf. Das ist natürlich sehr feier. Und er ist in engen Hindernis reingefahren. Jetzt bitte kein blauer Panzer.
Ein blauer Assi, bitte. Ja, das war's. Ich habe auch keinen Rückspiegel in dem Spiel. Ich schmeiß es einfach mal nach hinten. Ganz obligatorisch. Oh doch, erster Platz. Let's go, let's fucking go. Und Mario ist nicht mal Zweiter. Aber man hat hier halt einen eindeutigen Rivalen beim Spiegel meistens. Das ist der Bowser und der ist jetzt mal gerade so Dritter. Da haben wir einen ganz guten Vorsprung. Zumindest auf dem Bowser. 7 Punkte. Aber es sind ja auch noch 14 Strecken. Hilfsbrüche! Da sollte auch ein erster drin sein. Sonst bin ich sad! Richtig sad! Und go! Ja. Bam, 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 bam. Ich gehe nach Hause. Ich kriege die Krise. Ja, der Bowserwagen ist halt schon der beste, wenn du gut fahren kannst. Der beste Wagen im Game. Hast du gesehen? Du kannst auch jeden anderen fetten Wagen wegkramen. Warum bekomme ich hier einen Stern? So weit abgeschlagen war ich jetzt überhaupt wieder nicht. Gefällt mir aber. Somit sind wir back in business, Leute. Back in motherfucking business. Und ich kann jetzt einfach die Wagen wegkramen. Oh ja, Bowser. Burn in hell. Und nochmal getroffen. Let's go. Let's go, ich treffe ihn mit meinen grünen Panzer. Ich weiß nicht, warum da ein grüner Panzer war. Ich kann es wirklich nicht deuten, aber ist dir auch scheißegal. Ich habe richtig zerstört. Deswegen habe ich auch so einen gigantischen Vorsprung. Ich kann die Strecke einfach super gut fahren und nehme nicht mal die Brücke. Das kann auch nicht jeder von sich behaupten, dann so gut zu sein. Ah, das hat Fake Box, ja. Armen lässt sich ihm jetzt. Aber Arsch. So, los Leute. Für den letzten finalen Part. Schaffen wir es? Wir schaffen es! Wir schaffen es! Wir schaffen es! Wir haben es geschafft. Oh mein Gott, ich habe die Brücke genommen. Ich bin der Meister immer hier. Oh mein Gott. Aber nur weil ich geslowdown war. Trotzdem. Trotzdem war das nicht schlecht, das war wirklich bad. Und ich fahre die Bombe. Das war's. Egal, zweiter Platz. Ich nehme ihn. Find's okay. Wenn die Bombe fährt, dann darf keiner auswählen. Ah, jetzt wird's halt sehr spannend. Das wollte ich vermeiden. Das wollte ich vermeiden. Kann sogar ein dritter Platz jetzt drin sein. Wenn ich jetzt richtig verkacke. Ah, nee, ich hab den Bowser getroffen. Und wird Bowser! Wird Bowser fucking. Nein, er wird. Er will ein zweiter. Ey, es wäre so geil, wenn der dritte gewesen wäre. Denn hätten wir unseren Vorsprung ausgebaut. Habt ihr jetzt gesehen? Blaue Explosion. Das war der motherfucking blaue Panzer. Für den zweiten Platz. Ja, geil. Geilomatico. Wie war Magnifico? Oh nö, Babypark. Top 4 ist mein Ziel. Also kein fünfter Platz, bitte. Der Babypark weiß ich eh, da bin ich mal scheiße. Oh, aber let's go! Stern! Ein Stern, der deinen Namen trägt, als heute übersteht. Komm schon! Lächerlich! Oder so. Und da kommt Bowser wieder aus dem Nichts. Aus dem fucking Nichts. Unbelievable. Das ist Bullshit. Die Kurve habe ich sehr schnittig genommen. Laming jetzt. Der Scheiß jetzt heute. Aber danke, dass du mich angeschoben hast, Mario. Weiß ich zu schätzen. Das war gut bei mir. Babypark ist so eine langweilige Strecke, ne? Guckt euch mal eine Freizeitparkstrecke vom Mario Kart Arcade Grand Prix 2 an, den Yoshi Freizeitpark. Das ist eine geile Freizeitparkstrecke. Das hier ist Bullshit. So wie der Autopanzer da am Abspasten war. Doch, komm, ey. Ja, ich habe mich selbst gefickt. Ist halt so jetzt. Was soll ich machen? Das kannst du ja jetzt nicht mehr ändern. Da ist noch eine Fake-Itembox. Und ich habe, das wurde nicht angekündigt. Betrug. Mir wurde es nicht gezeigt. Mir wurde es auch wieder zu spät gezeigt. Komm. Das ist Arsch jetzt.
Ja, egal. Ist halt Babypark. Was? Ich bin der Erste? Mir wurden die roten Panzer eben nicht angezeigt. Sehe ich ein bisschen kacke. Ich bin der Erste im Babypark! Erster im Babypark. Das hätte ich niemals gedacht. Und Bowser ist nichts weiter. Joggers Poggers. Ja, das gefällt mir. Ich habe auch eigentlich nicht schlecht gefahren, Babypark, aber man kann es auch Itempark nennen. Von daher kann ich damit leben. Wenn ich Erster werde, weil es so viel von Items abhängig. Der Bowser Panzer räumt so krass da auf. Babypark. Ach komm ey, das gibt's nicht. Immerhin hatte ich die Pilze, das war der perfekte Counter dazu. Ja. Ja, geh erstmal in den Sandwirbel. Hoffe, das gefällt dir. Wo ist der Bowser? Ich sehe ihn schon wieder gar nicht mehr. Wir zerstören die so sehr heute. Unbelievable. Nur erste Strecke lief halt scheiße. Mag die aber auch nicht so. Luigi's Piste. Muss ich ganz ehrlich sagen. Bin da kein Fan von. Weil die entgegenkommen, auf der Gegenspur, die werfen dann manchmal random Items und man wird random davon getroffen. Obwohl man auf der Gegenspur ist, das mag ich halt bei Luigi's Piste nicht. Aber meine Item-Pool gefällt mir auch gerade nicht. Gefällt so vieles heute. Das ist halt scheiße, zwei grüne Panzer bringt mir ja nichts. Oh, ich glaube, ich bin im Sand. Ja. Damit habe ich mir jetzt offiziell den letzten Platz gesichert. Na gut. Nur weil ich Babypark mal ausnahmsweise gut platziert habe, muss ich jetzt hier nicht choken, ey. Das ist so unnötig. Ja, was bringt mir die Riesenbanane? Auf so einem beschissenen Platz wie hier, wo ich gerade bin. Ja, okay, Dritter will ich werden. Dritter Platz wäre jetzt mehr als genug. Nach dieser Misere. Das bringt mir ein Bowser-Panzer. Ja, nichts bringt der. Bringt auch einen Scheiß. Ich hasse den Bowser-Panzer. Weil kein Auto eben hat. Ja, das bringt mir was. Oh mein Gott. Nein. Nicht im Ernst. Ach komm. Nee. Naja, einmal Vierter. Darf ansonsten nur bei Rainbow Road nochmal vorkommen. Oh, bei Dritter. Oh, er hat einen Fehler gemacht. Und direkt nochmal gepunished mit dem grünen Panzer. Ein Zweiter nach dieser schlechten Leistung wäre mehr als geil. Oh, wobei. Ja, der kommt jetzt ein bisschen spät. Ach, komm schon. Ey, Mama, fick dich, Alter! Mario! Mann! Oh, ich war so weit. Ach komm, na, ist egal. Guck mal, wo mein Vorsprung ist! Es weg! Es weg! Ja! Fick so ein verfickten Retard! Wegen meiner verfickten Idiotie! Mein, bin ich scheiße in dem Spiel! Wegen meiner verfickten Idiotie! Vom ersten auf den dritten! Gar kein Vorsprung mehr. Jetzt muss ich mich wieder ranhalten. Meine Fresse. Kann man so ein Vollidiot sein wie ich? Wie konnte ich das verschenken? Wie konnte ich in diesen Treibsand gehen? Ohne Witz. Einfach so fucking unnötig. Und hier sollte ich mir die Pilze lieber aufsparen für die Abkürzung. Die ich euch noch nicht gezeigt habe und die ich mal ganz gerne nehmen würde. Wie ridiculous ist. Das sind wirklich krasse Vorsprünge. Wer hier nämlich. Mann, ey. Es war so unnötig, ey. Und ich verliere sonst nie in der Wüstenstrecke. Mann, ey. Also, wenn ich das hier gewinne, wenn ich so fahre wie heute, dann wird es echt spannend. Wenn ich nicht, was heute los ist. Weil Yoshi-Strecke ist eigentlich auch mein erster Platz. Aber heißt ja nichts. Habt ihr eben gesehen.
Heute ist alles anders. So. Pure Gönnung hier. Muss ich dazu noch was sagen? Ich denke nicht. Muss ich dazu noch was sagen? Ich denke erst recht nicht. Oh geil! Perfekt gefahren und zweiter Platz. Wunderbar. Ich liebe dieses Spiel. Ah, oh, das Spiel ist so schön. Ah! Oh, ja! Lutsch mein Pimmel! Und die Strecke fahre ich wirklich nicht schlecht. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? So. Bin ich wieder da, wo ich hingehöre. Oh Mann, nein. Oh, geht doch, ey. Kein Pilz. Kein Pilz, nichts. Oh ja, schön. Wäre cool, wenn ich noch einen Pilz bekomme. Muss halt nicht sein. Die Abkürzung, das wäre instant erster Platz. Nee. Die geht halt nur mit Pilz, kann ich euch da nicht zeigen. Müsst ihr einfach gleich hier mit dem Pilz darüber. Da, wo das fehlt. Da fehlt ja die Planke. Da ist so ein Tunnel. Da kürzt du richtig gut ab. Da gibt auch noch Items. Dann kommst du hier raus. Ah, oh, Riesenmann auf ersten Platz ist so gut. Schützt mich natürlich nicht vom blauen Panzer. Trotzdem. Ja, Bowser hat verkackt. Bowser hat verkackt. Bowser hat verkackt. Bowser hat verkackt. Ja, aber das war halt massiv erster Platz, ne? Ich hab's ja gesagt, es wäre so unverdient, wenn die jetzt hier den ersten Platz kriegen würden. Weil die Yoshi-Strecke, die kann ich perfekt. Kann sie nicht besser fahren. Meine beste Strecke vielleicht sogar. Oh, die kann ich nicht perfekt. Da bin ich mit dem dritten Platz zufrieden. Ja, es gibt halt Strecken, wo ich weiß, ich zack da rein. Und deswegen muss ich bei solchen Strecken wie die Wüste ersten Platz fahren. Die Strecke ist einfach garbage wegen der Ende. Ihr kennt ja das Ende. Die Gumbas und die Hügel. Das ist einfach nur scheiße. Was hat man sich dabei gedacht? Entweder hätte man nur Gumbas machen können oder nur diese Hügel. Aber beides in Kombination ist einfach so hurensöhnlich. Oh Mann, er soll weggehen. Er fährt mir die ganze Zeit hier hinten rein. Kennt ihr das, wenn die Autofahrer einen so nah auf Pelle rücken? So ist Bowser gerade. Ja, diese Hügel hier, ich find's so bescheuert. Ach komm, ich hab noch die Banane geworfen. Wie gesagt, dritter Platz. Und dann noch die Piranha-Pflanzen auch noch so nah. Da, ja, an der Seite platziert. Das gefällt mir auch null. Und ich schmeiß lieber Rotpanzer da hinten. Ah, das ist gut. Über den Zimmer abschießen, abschleudern, whatever. Ja, auch gleich ein Schleudertrauma von. Ja, der Kettenhund schirmt es natürlich in dem Moment ab. Geil. Geiles Spiel. In dem Moment, wo ich den. Ja, schmeiß da hinten. In dem Moment, wo ich den roten Panzer geworfen habe, schirmt der Kettenhund natürlich in dem Moment ab. Ach, warum in dem Moment war natürlich jetzt. Wurde in dem Moment genau wieder so eine Fake eingebaut. Ah ja. Ey, ich brauche mich nicht mehr aufregen. Betrug! Einfach nur Betrug. Ist egal. Wie gesagt, dritter Platz. Ich kann die Strecke sowieso nicht. Aber dieser, wo ich für Items mehr vergewaltige als von Strecke, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber an mir lag es diesmal nicht mal. Ah ja, geil. Vierter Platz. Ja, letzter Platz. Geil. Ist okay, dann halt vierter Platz. Nehme ich. Aber bitte nicht schlechter, okay? Wollen wir uns darauf einigen, dass wir nicht schlechter als vierter Platz wären? Ah ja, wirf's da hin! Leute, Bitch! Warum wirfst du's da hin, du Schlampe, Alter? Fucking Birdo, ey. Diese Schlampe, Alter, wirf dich lieber da hinten als zweiter zu werden, ey. Ohne Witz. Einfach nur richtig früher drin. So, hast verdient. Ach, ich werde ja sowieso nicht. Ach komm, ey. Ach komm, ey. Mann, ich hasse das Spiel manchmal. Warum kommt das so negative Musik, obwohl vierter Platz gar nicht mehr so schlecht ist?
Es ist besser! Es ist besser als die Mitte! Fuck you all, Alter. Es ist besser als die Mitte. Warum kommt da negative Musik? Wenn ich überdurchschnittlich bin. Es ist immer die fucking Durchschnitt. Durchschnitt ist 5. Platz. Also bin ich überdurchschnittlich gut. Warum kommt da negative Musik? Hätte sich jetzt ausgedacht. Die Macher des Spiels gehören hinter Gitter. Und gefoltert, Alter. Ausgepeitscht werden die. Ja, logisches Verständnis haben die halt nicht. Ganz ehrlich. Die haben kein logisches Verständnis. Negative Musik bei einem so guten Platz kommen. Ohne Witz. Ich verstehe es einfach nicht. Alles unter 4, scheiße. Aber Top 4, das heißt ja nicht umsonst bei Pokémon Top 4. Bei 8 Leuten 4. Platz. Hallo? Das ist überdurchschnittlich gut. Warum kommt da negative Musik? Das Spiel gehört verbrannt, ey, dafür. Der Peach hasse ich auch. Und das sag ich auch. Ich weiß nicht, ob das passiert. Die Strecke, aber wir haben gerade Glück mit dem Wasser. Darum hasse ich die Strecke halt wegen dem Wasser. Das ist halt so ein Glücksaspekt. Kann man ja auch Super Smash Bros. Ultimate mit Hero spielen. Genau das gleiche. Ah ja, random grüner Panzer. Ich weiß nicht, woher der kommt, aber das ist ein random grüner Panzer. Finde ich auch sehr nice. Einfach so. Den offensichtlich keiner abgeschleudert hat. Auch hier leider kein Pilz für die Abkürzung. Aber ist egal. Ich meine, bei so einem Spiel kennt eh jeder die Abkürzung. Ich brauche das nicht unbedingt zeigen, wo die sind. Komm, gib mir den blauen Panzer, damit ich Dritter werde. Ah, oh, ja, schön. Ah, oh, wäre das geil. Und Master Drift. Richtig kastriert haben wir die jetzt. So lobe ich mir das, Mann. Immerhin noch einen kleinen Vorsprung. Ach, der komplette Vorsprung ist jetzt ganz weg. Ist ja auch egal. Hat die Strecke sowieso gehasst. Dafür ist die Strecke jetzt auch schon mal weg. Welche Strecken kommen denn noch? Die Bowser auf jeden Fall. Bowser-Strecke. Oh ja, die hasse ich. Rainbow natürlich, ist ja klar. Ansonsten fällt mir jetzt auch gerade keine ein. Das heißt, wir sind eigentlich ganz gut dabei. Zwei ganz beschissene Strecken nochmal. Haha, take this, Bowser. Haha, take this, Bowser. Hat leider nicht getroffen, oder? Ach, okay. Was ist mein Ziel? 5. Platz. 5. Platz ist jetzt mein Ziel. Weil das kostet Zeit. Dass ich auch nicht den Drift perfekt nehmen konnte, deswegen ist umso schlimmer. Ziel erreicht schon mal. Müssen wir jetzt nur halten. Den 5. Ganz, ganz wichtig. Oh mein Gott, dieser fucking Bowser-Panzer. Oi, Bowser war immerhin schon geholt. Auch schon was wert. What is this? Mitten im Flug, alles klar. Der Bowser mich überholt, die roten Panzer sind ready. Sie sind ready. Für Ultima. Vielleicht sogar für den ersten. Oh! Ändern sich die Pläne? Haben wir doch noch Chancen? Ich glaube, die Pläne haben sich soeben geändert. Die Pläne haben sich geändert, Boys. Ich hätte einen roten Panzer halten sollen. Vielleicht habe ich selbst gefickt. Saugeil. Okay. 3. Platz, bitte. Okay. Das war's. Okay, muss ich jetzt bei den anderen Strecken wirklich reinhauen, weil... Das Spiel ist einfach nur lächerlich. Das Spiel ist einfach nur lächerlich. Ich meine, what the fuck? Das gibt's ja wohl nicht. Na, 5. wollte ich werden und 5. werde ich auch. Guckt euch das an. Ja, ridiculous. Einfach nur ridiculous. Ah ja, jetzt kommt natürlich auch noch das Yoshi-Ei. Aber natürlich.
konnte ich mit dem Pilz zum Glück ausweichen. Gold wert war in dem Moment. Dreier. Ach komm, das ist egal jetzt. Es ist halt jetzt passiert, was soll ich mich darüber noch aufregen? Schlimmer ist es natürlich Bowser, der Erster ist. Der auch eigentlich richtig hart verkackt hatte, aber ich führt Erster. Die schaffen es halt immer zu comebacken. Wegen diesem Boost, was ich euch mal erzählt habe. Die Bots im Rückstand werden die halt schneller. Mario Kart 64 leider aufgebracht. Wow, noch Zweiter? Das ist geil. Und noch den Baby Mario getroffen und Wario. Okay, zweiter Platz nehme ich nach dieser grauenvollen, beschissenen Drecksleistung. Das ist gut. Dann ist ja noch alles drin. Dann will ich mich nicht beschweren. Ich habe auch ein bisschen geskillt, damit Pilzen, den ganzen Items ausgewichen. Muss man schon sagen. Jetzt ist er da, wo er hingehört. Er ist ja der eigentliche Rivale. 7 Punkte Vorsprung. Gleich keine Punkte Vorsprung. Ist egal. Ein großer Fehler. So ein 6. Platz oder so und schon ist wieder ausgeglichen. Ist egal, wir führen halt. Wir müssen nichts aufholen. Das ist auch schon was wert. Dass er keinen Vorsprung quasi hat. Der Daisy-Dampfer. Ja, fahr da rein. So muss das sein. Du dummes Schwein. Ah ja, der Rot hat einfach so verkackt. Fucking Betrug. Habt ihr es gesehen, wie er direkt hinter dem Kart von Wario war und dann einfach mal irgendwo anders hin. Ist halt so. Was soll's. Ja, Daisy wurde getroffen. Süße Gut. Hier einen perfekten Drift eingelegt. Ach, oh, oh, bin ich mal direkt Erster, dann kommt wieder die nächste Scheiße. Das Spiel verarscht mich doch. Natürlich hat er mich jetzt schon wieder. Naja, nicht so lange klein war wie ich. Der Erste war. Aha, ich hab den Pilz, mein Freund. Ich hab den Pilz. Der Pilz, der will's. Für einen Moment dachte ich gerade, Wario hat eine Red Cooper Shell, das war nur Baby Marios Dings. Eine Mütze. Die Kurven sind so schön scharf hier. Ich liebe es. Ich mag das wirklich. Oh, was liegen denn hier so viele Pilze, wenn ich fragen darf? Gönn ich mir natürlich. Das ist kein Pilz, das ist ein roter Panzer. Den sollen wir uns nicht gönnen. Definitiv nicht. Oh, ist Bowser in meine Fakebox gefahren? Sehr geil. Gerne wieder. Bitte beehren Sie uns bald wieder. Sehr gut. Ach ja. Naja. Solange der Bowser nicht Erster wird. Ah, noch sind wir im Rennen, aber jetzt muss ich mich ja wieder anstrengen. Ich hatte so einen guten Vorsprung. Jetzt muss ich mich wieder anstrengen. Ja, es sollte aber tatsächlich noch ein Erster sein. Fuck, aber Bowser ist. Ach komm. Nee, dann kein Erster. Ist egal. Oh doch! Er ist in die Banane gefahren. Der Bowser ist leider auch Dritter. Wäre cool, wenn er Vierte gewesen wäre. Damn! Damn, damn, damn. Die Fakebox war 100 Milliarden mal 200 IQ mäßig platziert. Also wirklich. 1 Milliarden IQ. Weil dieser Reifen, dieser Rettungsring, der hat quasi das so ein bisschen verschleiert. Also, das ist krass gewesen. Oh nein, die Bowser-Festung. Gut, bringen wir es hinter uns. Ich hasse die Bowser-Festung. Mir reicht es auch, wenn ich Vierter werde. Das darf ich aber nicht zu oft sagen, ne? Am besten Erster. Wenn ich das immer sage, dann habe ich irgendwann keinen Vorsprung mehr. Aber Dino-Dschungel kommt auch noch. Da ist eigentlich auch ein Erster immer drin. Den hebe ich mir jetzt auf für Bowser.
Hi, ein Baby. Ja, natürlich. Natürlich, Alter, aber sicher doch. Rotpanzer direkt vor Nase verkackt. Egal. Die brennen ein bisschen. I'm on fire today, denken die sich. Okay. Sieht ja noch ganz gut aus. Noch! Immer wenn ich das sage, kommt ein blauer Panzer oder sowas. Die Abkürzung, die kannst du auch knicken. Schon so oft versucht. Mit dem Pilz. Ja, das nie funktioniert. Und du wirst verarschen dort. Haha! Au revoir! Geban, roter Panzer, Geban! Bowser ist nur Vierter in seinem eigenen Schloss. Seinem eigenen Castle. Unbelievable! Soll mir natürlich recht sein. Ja, so lang kann ich mich nicht beklagen, ne? Sieht ganz gut aus. Kurz gegengefahren, passt schon. Jetzt sind wir wieder alle wach. Oh ja. Wenn es läuft, dann läuft's. Aber es läuft nicht mehr. War nur eine kurze Glückssträhne. Lieber eine Banane. Als den grünen Panzer zu abschieben, to be honest. Aber interessant, ne, dass man die Bananen nicht mit sich hinterherziehen kann, wie in anderen Mario Karts. Abgeschirmt. Doppel-Item. Ja, Doppel-Scheiße, aber ist egal. Wir sind nur Erster und haben überkrassen Vorsprung, wenn ich das mal sagen darf. Überkrassen Vorsprung. Der Bowser ist auch verdammt weit weg, vor dem brauchen wir gar keine Angst haben. Nicht mal, wenn ein blauer Panzer kommt. Wenn nur vor dem Wario, der auch richtig krass jetzt aufgeholt hat. Und den scheiß Tom. Ist alright. Wir haben mit der Zeit gut gemacht. Definitiv. Aber lieber da rein, als ins Feuer zu fahren. Oh, der Bowser. Nee, immer noch nicht aufgeholt. Ich dachte schon. Sehr, sehr gut. Ah, ich glaube, auch wenn ich nicht so gut bisher war auf dem Bowser Castle hier. Oh ja, jetzt in Lava fahren. Ich glaube, dann wäre ich wirklich mit Jan ausgerastet. Wenn ich bislang nicht so gut beim Bowser Castle, diesmal wird's was. Bei weitem Erster, ne? Guckt euch mal diesen Vorsprung an. Absolut ridiculous. Und Bowser fast noch Zweiter geworden. Spult zurück, falls ihr es nicht gesehen habt. Das wäre auch nicht cool gewesen. Also hat der Wario tatsächlich Bowser wieder überholt. Und wir haben mittlerweile einen Vorsprung, der wirklich schon nennenswert ist. Sind aber auch leider noch ein paar Strecken. Von daher haben wir noch nicht gewonnen. Wir können uns noch nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Okay, aber Waluigi Arena habe ich eigentlich auch drauf. Vor allen Dingen wegen meinen fiesen Traps da hinten. Mit der Riesenbanane. Und gezielt Leute ausnocken kann. Sie in den Abgrund fliegen. Echt ganz geil. Natürlich kein Item für mich. Natürlich. Naturalement. Oh. Leider nicht getroffen. Wollte schon sagen, stattdessen treffe ich mich selbst mit dem grünen Panzer, ey. Ist noch gut gegangen zum Glück. Komm, Pilz! Nein, kein Pilz. Na dann also. Ja, in Luft getroffen. Tschüss. Guten Flug wünsche ich. Ach nee, er ist nicht runtergefallen. Fuck. Ich dachte schon. Weil das versuche ich nicht immer, dass die da in den Abgrund fliegen. Weil das kostet so fucking viel Zeit. Glaubt ihr gar nicht.
Dann ist es schlau, dann nebenher zu fahren. Nicht über die Spielchance zu fahren. Oh no. Nimm das Yoshi-Ei. Und das muss ich jetzt auch abwerfen, leider. Ey! Ich hab's abgeworfen! Warum wurde ich abgeschirmt? Ach komm, naja, wird doch Platz. Wie gesagt, einen relativ großen Lead. Eine Gesamtpunktzahl. So muss es nicht sein. Kurve zu nehmen mit Top Speed ist hier unmöglich. Ich sehe auch keine Riesenbananen hier mal habe. Ja, ein Pilz. Back in Business. Er hat die alte Box verkackt und ist in den Flammen gefahren. Was? Doppelter und. So, der mal richtig fies platziert und keiner reingefahren, oder? Nee, ich glaube nicht. Schade. Ja, es sei wie es sei, harter Brei. Wo sind die in diese Feuer? Feuer, weiß jetzt nicht, was es für Dinger sind. Fällt mir nicht so ein. Na, kennt die. Feuersäulen halt, das Mario. Nur habe ich diesmal nicht genommen. Also in keiner Runde. Nein! Dann wenigstens hier, aber nicht über den Abgrund, okay? Okay. Oh! Da lag noch ein Pilz! Das random Yoshi-Ei, was glaube ich einfach nicht funktioniert hat. Oh mein Gott, wäre so verdient, fucking unverdient gewesen, Mann. So fucking unverdient wäre es gewesen, wenn Bowser hier einen Ersten gemacht hätte. Boah, zum Glück lag da ein Pilz. Ich glaube, der war entscheidend. Ja, geil. Nicht meine beste Leistung hier in der Waluigi Arena. Ah, die Bergland kommt ja auch noch. Ja, da ist ja auch ein Erster drin. Ein paar Strecken, die ich perfekt kann, kommen doch. Dino-Dschungel. Leider natürlich auch Rainbow Road. Also Rainbow Road, 8. Platz. Kann halt drin sein. Das ist mir auch egal. Wir müssen so viele Punkte haben, dass wir 8. werden können. Dann sehen wir es so wie Michael Schumacher, wenn er zu seiner besten Zeit ja einen Formel-1-Wagen-Ausfall hatte. Irgendwie Probleme waren. Mit dem Getriebe und so. Der liegen geblieben ist. Hat halt meinen letzten Platz gemacht. Ist halt so. Passiert. Kann ich alles haben. Bibi Mario. Bibis Beauty Palace und das mit Mario kombiniert. Uff. Viel Spaß. Nur ohne mich. Das ist auch immer so geil, ne? Wie man so bounced. Komm, Riesenbananen hier auf der Brücke, ist ridiculous. Ja, und hat sogar den roten Panzer abgeschirmt. Weibliche Intuition. Das, obwohl ich nie meine Frau bin. Ach, ich hasse das, wenn man driftet und dann von sowas getroffen wird. Nimmt so viel Momentum weg. Und wenn man in dieser Animation vom Blitz getroffen wird, dann wird man nicht mal klein. Das ist auch geil. Die Gewerkland halt. Weißt du, ja immun gegen den blauen Panzer in der Luft. Und geschossen wird. Könnte man sehen, wie cool diese Strecke eigentlich ist. Und rumdriften und rumdriften. Ein bisschen von Gas nehmen. Ich wollte jetzt nicht da einen Abgrund fliegen. Das muss ja nicht sein, ne? Das Yoshi-Ei behalte ich probably. Was macht mein Auto hier für Stunts? Nein! Dieser grüne Panzer war nur ein Gebait. Ist egal. Es ist DK Bergland. Was habe ich im DK Bergland immer? Massigen Vorsprung. Der natürlich jetzt weg ist. Aber egal! Wir sind nur Erster nach so vielen Strapazen. Ich glaube, es ist wert. Ganz ehrlich. Ich schon was wert und ich bin der Bert. Der Bert, der alle aufklärt. Der Bert, der immer zum ersten Platz fährt. Und er hat in seiner Garage ein dickes, fettes Pferd. Und das heißt Gerd. Und auch wenn euch das an den Nerven zehrt, das Pferd heißt nun mal Gerd. So, und es ist immer sehr gut ernährt.
auch wenn es bald ein neues Kind gebärt. Nein! Okay, verdient. 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 Ah, er hat mir geholfen. Ich wäre nicht Erste geworden, hätte er nicht den roten Panzer geschmissen. Oh. Das war nicht verdient, erster Platz. Kann ich da noch choken, ey? Ja, die Brücke ist auch ein bisschen tricky. Und normalerweise beherrsche ich die eigentlich. Aber es gibt da so eine goldene Regel. Ich werde immer erster Platz beim dicke Bergland. Oh, Pilz City kommt auch noch. Pilz City, Dino, Dino, Dschungel und Rainbow. Also zwei erste und ein letzter Platz. Sollten wir dann geschafft haben. Ja, Pilz City und Dino sind immer ersten Plätze. Und verloren. Nur mit Betrug der Extraklasse. Vielleicht, dann vielleicht. Dim, 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 dim. Nein, oh Mann, nein! Warum? Ich bin extra durchgefahren in der Hoffnung, dass es abgeschirmt wird. Come on, bro. Wo ist der blaue Panzer überhaupt? Ah! Mario Kart Gott, call it! Tschüss, ihr Bitches! Oh shit, den wollte ich gar nicht abwerfen, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Ah, ich brauch den nicht, ich brauch den nicht, um zu gewinnen. Motherfuckers. Hätte ich nur noch gebraucht. Ach komm, und nochmal abgeworfen! Tschüss, Bowser! Auf nimmer Wiedersehen, auf nimmer Wiedersehen. Wir sehen uns im Jenseits oder auch so. Du bist auf jeden Fall Geschichte und das weiß doch jeder. Okay. Alrighty, alrighty, alrighty. Woo, 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 woo. Yeah. Ich bin gut gelaunt, denn ich gewinne. Ah, ich würde mich selbst belügen, wenn ich nicht sagen würde, ich will nicht gewinnen, ne? Deswegen. Er will auch nicht gewinnen, ganz ehrlich. Dem ist es egal, ob er gewinnt oder verliert. Er ist kein richtiger Gamer, Alter. Wo ist der Spirit? So. Ah, renn hier rum, bitte. Einmal dagegen fahren, bitte. Bin ja versichert. Du gehst hier nicht rum. Du gehst hier nicht rum. Oh mein Gott, wegen diesem fucking Wigglerwagen. Wenn ich jetzt noch verliere wegen dem Wigglerwagen. Weil der hat halt so einen krassen Endekreis. Dann weine ich echt. Absolut ridiculous, was da passiert ist. Darum kann der Wigglerwagen manchmal nervig sein, wegen solcher Geschichten. Aber, wie gesagt, Pilz City, easy money. Und somit bin ich, glaube ich, nicht mehr aufzuhalten, oder? Das heißt, wenn ich zweimal, letzter werde, könnte ich, glaube ich, noch verlieren, ja. Letzter werden, Dino Dino Dschungel. Nicht euer Ernst, oder? Das glaubt ihr auch von uns selbst nicht. Ja, bin ich froh, dass wir es gut zu Ende bringen konnten. Und go! Oh mein Gott, wie der mich abgedrängt hat. Ah, dieser Wichser. Der Pause hat einen größeren Vorsprung. Ist halt so. Muss man jetzt mit klarkommen, dafür habe ich Double Item. Double Item Power. Und erster Platz. So einfach ist das. Dino, Dino, Dschungel ist ja geil. Vielleicht sehen wir hier die Abkürzung. Welchen Pilz habe ich den auf jeden Fall aufbewahren? Wenn wir diese Abkürzung mal fahren können. Die sind ja auch richtig cool. Aber dafür brauchen wir auch einen Pilz. Leider. Mein erster ist ein Pilz bekommen. Ja, ist schon sehr unwahrscheinlich. Wow, was ist mit dem passiert? Guck mal, Wario ist gar nicht mehr da. Bowser war eben auch nicht mal Zweiter. Das ist sehr interessant. Mit einem massiven Vorsprung. Ich sag's ja, Dino Dino Dschungel. Hier bin ich unschlagbar. Okay.
Man gönnt sie ja sonst nichts. Aber eh keine Endgeschwindigkeit als kleines Kart. Naja, ist mir egal. Ich muss auch aufpassen mit den Drifts. Den Geysir und den Abgrund, genau das meine ich. Schon nicht einfach. Aber ihr seht, ich beherrsche das so halbwegs. Selbst mit dem blauen Panzer sind wir noch locker im Rennen. Und hier sind sogar noch Pilze, die noch einen krassen Vorsprung bekommen. Sehr nice. Danke dafür. Boah, zwei Riesenbananen. Oh mein Gott, was macht der denn da? Wie liegt einfach mal ein fetter Mausepanzer. Zieh mal auch selten. Das muss wohl an den Blitz dann gelegen haben. Noch eine fähige Itembox. Oh, doppelte Itemkraft. Kein Pilz leider. Die Bananen wieder richtig assi platziert von mir. Guckt euch diesen Vorsprung an. Das ist sowas von fucking heftig. Holy shit. Das ist absolut groß. Ich für einen Vorsprung habe. Kann der eigentlich in jeden Geysir einmal reinfahren und bin noch locker erster. Kommt nicht mal ein blauer Assi. Das wünsche ich mir mehr. Seht ihr? Kein Item-Pech, beziehungsweise ich werde nicht vor Item massakriert. Schaut mir nicht so weit vorne. Ich war immer so wer. Bam. Richtig geohnt. Sollte extra Punkte geben, ey, für diese Mega-Leistung. So geil. Ja, und damit können wir natürlich letzter werden. Bei Regenbogen. Kann man nicht direkt zur Siegerehrung gehen? Ist doch langweilig. Ich will direkt die Siegerehrung. Na gut. Ich probier's. Regenbogenstrecke kann ich sowieso nicht. Aber ist ja jetzt auch egal, ob ich die kann oder nicht. Wir müssen ja hier nicht irgendwie einen gezielten Platz legen. Oh shit. Kann ich froh sein, dass mein Kart etwas schwerer ist. Perfekter Drift, sehr geil. Ein perfekter Drift, aber ich habe abgebremst, das ist nicht so schwierig, Mann. Oh, da lag einfach mal ein random Stern. Ey, fliegen hier halt auf Strecke, kennt ihr. Hier nicht driften. Kann man zwar, aber ich bin da zu dumm zu. Wenn ich drifte, dann falle ich hier wesentlich runter. Das ist immer ein kleiner Trick. Banane! Wenn ich jetzt weiter wäre, das ist mir scheiße. Ja. Ba, 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 ba. Wäre geil, aber erster werden in dieser Strecke, die mich. Ah, die mich eigentlich immer in meinen Träumen heimsucht. Gegen Ende der Erster zu werden. Ist ja cool. Ah, muss nicht sein. Vorsprung haben wir schon mal. Ist eigentlich zweiter Platz drin, ne? Aber Erster wird halt schwer. Das ist gerade Finale, Leute. Die letzte Strecke von Mario Kart Double Dash. Letzter Cup, letzte Challenge. Letzte Mal. Naja, die kommen. Wenn man Erster ist. Chance auf Riesenbanane zu. Ach come on, bro. Das war unnötig. Ich meine, what the fuck? Ist immer was nach hinten geschmissen. Wie gesagt, man kann da ja rumdriften, aber ich mach's halt nicht. Nicht ganz. Keeping it safe, keeping it stylish. Abgeschirmt. Oh, bloß nicht den Stern nehmen. Warum nicht den Stern nehmen? Der hätte mir mehr Speed gegeben, dann wäre ich wahrscheinlich untergegangen. Dann wäre der Sterneffekt auch weg gewesen. Guck mal, ich mach das gerade. Ist nicht die beste Fahrzeit auf jeden Fall bei der Regenbogenstrecke, aber ohne Fehler halt. Auch schon was wert. War auch ein Stern, der hätte ich nehmen können, finde ich auch nicht. Oh, ist egal. Muss ich ja nicht. Ich war so richtig geil rumdürfen. Guckt euch das an. Einfach so perfekt. So fucking perfekt.
Ah, ist das schön. Das ist ein grüner Abschluss hier. Regenbogenstrecke meisterhaft gefahren. Ja, die Riesenbananen. Ja, geilomatico. Ach nö. Shit. Shit. Aber nicht runtergefallen. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Ich hab kein Zuckerblut. Alles gut. Ja, die schlimmste Stelle habe ich jetzt schon mal überstanden. Das ist die zweitschlimmste Stelle. Ich bin so ein wenig. Ja, sehr geil. Guckt euch diesen motherfucking Vorsprung an. Mit dem einen gegen Ende hatte ich es komplett raus, das Spiel. Nicht ganz so gut wie früher. Früher war ich noch viel besser. Aber gut genug. Bots. Zu zerdrücken wie eine Fliege. Yes. Der Perfect Drift, Alter. Erster bei Rainbow Roads. Yes. Wo ich gedacht habe, ich wäre letzter. Fucking erster. Ich hab wirklich nichts hier gehofft und nichts gerechnet. Hey, we did it! Wir haben es geschafft, Siegerehrung. So hast du verdient. Also auch wieder fucking lang, ist klar. Und jetzt gibt's noch das Fazit, also wird wahrscheinlich eine Stunde Part. Wer die Battle-Modi sehen möchte, der guckt sich am besten mal im Stream-Aufzeichnung an, also da habe ich das mal gemacht. Weil die kann ich leider im Einspieler nicht zeigen. Yay, Triumphwagen. Der wurde jetzt natürlich ein bisschen modifiziert mit den Kronen. So sah der eben natürlich nicht aus. Und der schwerste Pokal des Spiels, der schwerste Goldpokal des Spiels. Garden. Neuen Rekord, cool. Ja, Leute. Das war Mario Kart Double Dash. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Die Rages, Frustration, die Verzweiflung, der Betrug und allgemein das Let's Play. Ich finde Mario Kart Double Dash ist mit Mario Kart Arcade Grand Prix 2 das beste Mario Kart. Weil... ja, durch die doppelten Fahrer, die doppelte Feuerkraft, durch die Spezial-Items, da so ein bisschen was Taktisches mit einfließt und die Spezial-Items sind halt cool. Ne? Taktische Teamkombinationen und generell Item-Management. Ich finde das sehr nice und sehr geil. Die Strecken sind auch sehr geil. Also ich finde eigentlich nur Marios Piste richtig scheiße. Alle anderen Strecken finde ich eigentlich cool. Nur Marios Piste gefällt mir halt überhaupt nicht. Und Luigi's Piste finde ich jetzt auch nicht so toll und Peach, ne. Aber alle anderen Strecken finde ich super gut. Und das ist die grobe Masse. Von daher will ich cooles Spiel. Ich will jetzt zu den einzelnen Wertungen. Story hat Mario Kart Double Dash nicht. Mario Kart hat generell eigentlich keine Story, außer dass Mario seine Freunde einlädt. Und sie sich in ein Rennen duellieren. Deswegen gebe ich keine Story-Wertung bei Mario Kart Spielen. Dann, ja, der Soundtrack, also ich habe so oft mitgesungen. Ich weiß ja nicht, ob ich Erster werde, aber ich hoffe es mal. Gehen wir über die Pilzbrücke oder tun wir es nicht? Bleibt halt im Kopf, ne? Cool. Also die Soundtracks in Mario Kart Double Dash sind superior gegenüber anderen Mario Kart Spielen. Auch die Soundtracks finde ich hier besser als in vielen anderen. Deswegen gebe ich eine Soundtrack-Wertung von, da auch viele Soundtracks mir in den Kopf bleiben und sehr geil sind, gebe ich eine Soundtrack-Wertung von 88%. Eigentlich sehr geil. Hätten ein paar mehr sein können. Ja, ich finde, man hätte zum Beispiel den Pilzbrücken-Soundtrack, den Pilzbrücken-Soundtrack hätte man in Pilz City remixen können, so Nacht-Trance-Remix hätte man machen können. Aber gut, haben sie halt nicht gemacht, ist halt so. Aber wirklich cooler Soundtrack. Definitiv. Grafik
hat immer noch einen coolen Charme. Für damals, GameCube-Verhältnisse, ist ja mit dem GameCube rausgekommen, das Spiel. Definitiv not bad. Ich gebe hier eine Grafikwertung von, ja, 83%. Schlecht ist es nicht, hat immer noch seinen Charme. Einige Details, auch Reklame und so, da steckt ziemlich viel Liebe drin in der Grafik. Von daher 83% für die Grafik. So, und ja, danke fürs Spielen, immer wieder gerne. Und ja, Gameplay, wie gesagt, durch diese taktische Vielfalt mit den Items, generell durch die Item-Vielfalt, gefällt mir das Spiel halt sehr. Was mir nicht so gefällt an dem Spiel ist, dass es nicht so viele Cups gibt, nämlich nur 4 Cups. Hätten sie vielleicht ein oder zwei Cups noch reinbringen können, dann wäre das Spiel perfekt gewesen. Somit ist der Spielspaß zwar hoch, aber er hält halt nicht lange, das ist das Problem. Er hält halt einfach nicht lange, der Spielspaß. Und das ist schade. Das ist wirklich schade. Und deswegen gebe ich eine Spielspaßwertung von, ja, das ist trotzdem ein cooles Spiel. Von 90%. Insgesamt gebe ich Mario Kart Double Dash. Ja, gebe ich Mario Kart Double Dash auch 90%. Ich finde es immer noch sehr, sehr geil. Mann, dieses Mikrofon. Gut, eure Meinung zum Let's Play und natürlich zu Mario Kart Double Dash in die Kommentare. Dann war es das für Mario Kart Double Dash. Wir sehen uns beim anderen Let's Play wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.